Sie hören eine Produktion des Podcast-Imperiums. Ich bin Luke Skywalker und ihr hört Nerdizismus, der nerdige Podcast. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu Nerdizismus, dem Podcast für Nerds und Cosplayer. Mein Name ist Chris und heute mit mir dabei nicht der Michael, sondern vom Podcast Zeitreisesofa der Sven. Hallo Sven. Hallo Chris, einen wunderschönen guten Abend. Ja, und warum haben wir heute eine andere Stimme zu Gast? Weil wir heute über etwas reden, wo der Michael sehr schnell abgewunken hat und gesagt hat, ich bin eher so ein 90er-Jahre-Serienkind. Und worauf ich dann gesagt habe, dann ist dir ja mit das Beste entgangen, was die Sat.1-Seriennachmittage so hergegeben haben. Und dann habe ich mir jemand gesucht, mit dem ich über eine Serie reden kann, bei der ich mich echt seit langem mal wieder richtig gefreut habe, dass die im Fernsehen aktuell wiederholt wird, nämlich seit Sonntag auf Tele 5. Und wir wollen heute sprechen über V, die außerirdischen Besucher kommen, und das war das Original von 1983. Und deswegen habe ich, alter Sack, mir einen anderen alten Sack eingeladen. Und Sven hat gesagt, juhu! Auf jeden Fall. Ja, ich habe die damals noch gesehen, als meine Eltern die aus der Videothek geholt haben. Für mich waren das ja damals keine Miniserie, den Begriff kannte ich ja überhaupt nicht. Das haben die ja immer als diese VHS, haben die ja das als Filme verkauft. Ne? Also Teil 1, Teil 2. Ne? Ja. Und dass das erstmal dass das ja erstmal so irgendwie zwei Miniserien plus eine Serie waren, das habe ich ja irgendwann erst in den, weiß ich nicht, 2000ern realisiert, als das Internet so vernünftig gab. Ja, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden in den nächsten Wochen diese Serie begleiten, indem wir nämlich zum einen die Auftakt-Miniserien besprechen. Davon gab es zwei Stück. Und dann geht's auch weiter mit der dritten Staffel. Da werden wir mal gucken, in welchen Abläufen wir das dann irgendwie zusammenfassen. Das ist ja nicht so wie heute so ein serielles Storytelling, sondern ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, ob die dritte Staffel dann dem Ganzen so da mithalten kann. Wir werden es sehen. Wenn ihr das Spoiler-Alarm, nein. Ja, Spoiler ist aber ein gutes Stichwort bei einer Serie, die jetzt über 30 Jahre auf dem Buckel hat. Gehen wir einfach entweder davon aus, dass es euch total wurscht ist, dass ihr das jetzt gerade parallel mit uns guckt, also uns dann immer danach hört, oder ihr einfach mit uns in Retro-Gefühlen schwelgen wollt und deswegen dann sowieso total egal ist. Wer mehr von uns und Nerdizismus hören möchte, der kann das tun auf nerdizismus.de. Da geht's auch demnächst weiter mit den Trek Nerds. Da werden wir Star Trek Lower Decks alle 14 Tage besprechen. Und ihr könnt dort auch unsere Folgen zu Westworld hören, zu The Walking Dead, zu Game of Thrones und auch unsere Cosplay-Podcasts von Nerdplay. Da gibt's auch wieder neue Folgen. Also auf nerdizismus.de findet ihr das alles, genauso wie auf Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Podcast Addict, alle Podcatcher, die es so gibt, könnt ihr einfach mal da reinschauen. So, wer uns ein Feedback geben möchte, der kann das natürlich auch immer tun, entweder an info@nerdizismus.de oder er schickt uns eine WhatsApp bzw. Telegram an die 015259647709. So, das also jetzt der Vorrede, und dann beginnen wir mal mit den ersten zwei Folgen dieser Miniserie von V, die außerirdischen Besucher kommen. Erstausstrahlung auf NBC am 1. Mai 1983, und es hat dann ewig gedauert, bis das in Deutschland dann offiziell im Fernsehen lief, denn meine Erfahrungen waren wie deine auch auf VHS. Es lief erst ab 3. Oktober 1988 auf Sat.1. Und ich weiß noch, ich hatte vorher auch irgendwo von irgendjemand das auf VHS entweder gesehen oder ausgeliehen. Ich weiß es nicht mehr ganz genau.
also wie gesagt, meine Eltern, wir hatten das damals und die haben halt auch gesagt, es war ja ab 16 oder ist heute immer noch ab 16. Mhm. Und die haben das dann halt einfach mit mir gesagt, ja gut, okay, das kann der Junge sehen. Ne? Also da muss ich aber auch so, also 11, vielleicht 12 gewesen sein. Mhm. Aber das musst du halt, und das wurde ja damals als der Hit gehypt. Also gut, generell ist ja generell immer, jede Serie ist ja immer der Nummer 1 Hit aus den USA, ob sie schon abgesetzt wurde oder nicht oder sonst irgendwas, ist ja egal. So war das ja früher auch. Das war ja auch, also die beiden Folgen, also die erste Miniserie, wie sie ja nannten, ne, das wie gesagt, ich glaube, das war die VHS so auch, also Teil 1 und dann Teil 2 nannten die das, ne? Ja, irgendwie sowas. Und sind ein paar Szenen bruchstückhaft in Erinnerung geblieben. Ich habe auch irgendwie in den letzten Jahren es erfolgreich geschafft, diese Serie auch ganz ehrlich völlig zu verdrängen und zu vergessen. Klar, es gab dann mal ein Remake vor 10 Jahren oder sowas. Das hat es auf 2 Staffeln gebracht und das war auch nicht sonderlich dolle. Es war so ein komplett gegreenscreentes Ding und hatte zwar mit, wie heißt sie, Marina? Monika Becker. Und, ja, genau. Ja, zwar natürlich eine sehr tolle Diana, aber ja, es war leider nicht so ganz. Es war einfach vom Look her schon, als es rauskam, schon sehr angestaubt und konnte dann nicht nur mich, sondern auch viele andere nicht überzeugen. Aber darum soll es heute jetzt ja gar nicht gehen, sondern wir wollen ja über das Original sprechen. Und als ich mich jetzt ein bisschen damit beschäftigt habe, war ich doch überrascht, dass man diese Serie durchaus so ein bisschen als Star Trek Vorläufer oder da haben sich einige Leute warm gelaufen für Star Trek TNG. Boah, also ich würde eher sagen, dass das erste, was mir wieder eingefallen ist, ist wow, Independence Day. Das sowieso. Also man hat da viele Anspielungen drin. Also was mir jetzt, also damals natürlich überhaupt nicht aufgefallen ist, aber jetzt einmal, also richtig richtig ins Gesicht springt, ist ja halt einfach, da wird ja einfach mal die Invasion deutlich, also Nazis ist ja eine 1:1 Umsetzung. Ja, ja. Das ist ja von der Uniform, von dem Zeichen, Struktur. Das ist ja das ist mir als Kind auch gar nicht so aufgefallen. Wenn ich sage, da haben sich einige für TNG warm gelaufen, dann meine ich, dass das zum Beispiel die Musik von Dennis McCarthy ist und der einfach für sowohl TNG als auch Deep Space Nine als auch Star Trek Generations, Enterprise, Voyager so die Musik gemacht hat. Es waren einige Effektsleute daran beteiligt und die Serie in der Regie von Kenneth Johnson. Und Kenneth Johnson hat uns, auch wenn ich das natürlich als Kind nie bewusst wahrgenommen habe, hat mich aber so wie Glenn A. Larson ja durchaus durch meine Kindheit begleitet, denn auf dem Mist von Kenneth Johnson ist auch der 6-Millionen-Dollar-Mann, die 7-Millionen-Dollar-Frau und der unglaubliche Hulk und Alien Nation. Ja, gewachsen. Okay. Das war das, das habe ich doch auch in der vorbei irgendwo gelesen, dass die eigentlich ja, dass die, also man kann es ja schon mal verraten, die beiden Miniserien bilden eigentlich einen Abschluss und dann haben sie die TV-Serie gemacht, die einfach mal minus eine Folge, die mit einem üblen Cliffhanger endet. Und der Johnson hat ja danach, statt die zweite Staffel, hat er dann dieses Alienation gemacht. Richtig. Und Alienation ist ja so ähnlich. Da landen ja auch Außerirdische auf der Erde. Und da folgt man doch diesem Cop-Duo. Ne? Der eine ist Alien, der andere ist genau Mensch. Genau, ja. Fand ich gar nicht so schlecht. So in der, aber vielleicht ist sie auch grottig. Aber ich fand die als Kind damals nicht so schlecht. Punkt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich sie gar nicht so wahrgenommen habe. Weiß nicht warum. Vielleicht, ich glaub, keine Ahnung, als sie raus. Ich glaube, die kam auch so in Sat.1, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Ja, das kann sein. Was du gerade ansprachst mit den Effekten, weil das ist ja, da hatte ich ja
so ein wenig Angst vor. Ich gedacht habe, okay, die Serie ist von 83. Und wenn du sie natürlich guckst, die war ja nun mal für Fernseher gemacht damals. Das heißt, auch die Qualität der Fernseher war natürlich eine völlig andere. Und heute alles, ne, schön hochskaliert. Aber ich muss sagen, das ist nicht so schlecht. Also jetzt am Ende der zweiten Staffel, da habe ich so irgendwie das Gefühl gehabt, die hatten keinen Bock mehr. Und da merkt man irgendwie, die Kämpfe mit den Gleitern, da, das ist ein bisschen, ist schon schwierig geworden anzusehen. Aber gut, du musst mal vorstellen, du hast das früher auf einem Fernseher, der weit kleiner war. Du hast es von weiterer Entfernung geguckt, da ist dir das natürlich nicht so. Und du bist ja natürlich anderes gewohnt gewesen. Also das ist schon nicht schlecht. Ja, ganz auf jeden Fall. Also ich muss ehrlich sagen, nehme ich schon ein bisschen meine Wertung vorweg. Ich wusste einfach nicht mehr, was mich erwartet, ob mich da jetzt ganz mieser 80er-Schmonzes erwartet. Aber nein, überhaupt nicht. Fangen wir aber von vorne an. Also worum geht's? Im Grunde genommen, wer Independence Day gesehen hat, weiß genau, worum es geht. Ja. Und wer Independence Day 2 gesehen hat, weiß vielleicht dann später auch, worum es geht. Nein, also es geht im Grunde genommen, ist es wie Independence Day, nur auf einem von dem Widerstand, den wir sehen, sympathisch normalen Level. Ist mir wieder so aufgefallen. Und die Aliens geben, also bei Independence Day kommen die an und legen direkt die Karten auf den Tisch. Das heißt, jagen alles in die Luft. Und hier sind sie eher die, hey, Big Buddies, hey. Genau. Und im Austausch für eine Chemikalie und weil sie ihren eigenen Planeten schon ruiniert haben, würden die Aliens uns also Technologie anbieten. Und wie es natürlich ist, hat die NWO nur darauf gewartet, ja, und übergibt natürlich sofort den ganzen Planeten an die außerirdischen Besucher. Ja, und Da hatte ich so meine Probleme mit, ne? Also da muss ich echt sagen, so, okay, das geht ja jetzt schon so nach dem Motto, wow, oh, so, hey, kein Problem, hier, ne? Und die ganze Welt und ach ja, komm hier, zack. Ja, so. Vor allem der völlig überbewertete schwedische UN-Botschafter, Generalsekretär. Ja, Mann, der eigentlich politisch null zu melden hat. So gar nichts ist da immer so, ja, hier, die sind friedlich und wir lösen jetzt einfach mal so nach dem Motto alles auf, ne? Ja, das ist mir wirklich aufgefallen. Also die Aliens sagen halt, ja, sie tauschen halt Technologie gegen Rohstoffe und also dieser Aspekt der politischen Entscheidungen ist halt, also wird nicht mal ansatzweise erwähnt. Zwischendrin habe ich mir notiert, die ersten, ich weiß ja nicht, wie das früher dann so geschnitten war, aber es sind ja jetzt zwei Filme sozusagen. Der erste Film, dann könnte man, wenn man böse will, auch durchaus sagen, Menschen, die auf Fernseher starren. Weil irgendwie wird, die ganze Backstory wird immer nur durch Fernsehnachrichten erklärt. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Das wird auch gar nicht, du siehst auch irgendwie nicht wirklich einen Politiker oder nein, sowas, überhaupt, ne? Überhaupt also nicht. Ist, ja. Du siehst halt so einen, du siehst halt so einen exemplarischen greedy industrial man, businessman, ne? Beziehungsweise mit seine Frau, die direkt aus Falconcrest zu stammen scheint. die dann sagen, muss unbedingt sofort mit den Aliens hier Geschäfte machen. Ja? Und der macht das natürlich auch. Und plötzlich werden nach und nach Wissenschaftler umgebracht. Man weiß aber irgendwie gar nicht so, warum, weshalb genau am Anfang. Also das ist eigentlich auch so, du damals als Kind, also es sind mir ein paar Sachen, die mir früher überhaupt nicht aufgefallen sind. Erstens macht diese Serie oder auch in diesen jeweils zweimal anderthalb Stunden unheimlich viele Zeitsprünge. Ja. Also auch so mit zwei Wochen später und sowas, was gar nicht, du realisierst das erst, okay, was ist denn da jetzt gerade passiert? Also das ist halt einfach so eine Geschichte, die mir extrem aufgefallen ist, ne? Also das mit diesen Zeitsprüngen, das ist, finde ich, schon ziemlich hart. Die auch keine Texteinblendungen haben oder so. Ja. Richtig, richtig, genau. Und jetzt habe ich das zweitens schon vergessen. Ich glaube, das war, was du gerade nochmal angespielt hattest. Ach, egal, das Alter. Dir fällt es bestimmt noch ein. Wir verfolgen in dieser Serie mehreren Hauptcharakteren. Ganz vorne steht natürlich Mike Donovan,
gespielt vom Beastmaster himself, ja. Mark Singer, der ja durchaus... Damit hört die Karrierebeschreibung schon auf. Ja, genau. Damit hört die Karrierebeschreibung schon auf. Und wenn man sich so die ersten paar Minuten anguckt, dann ist er ja schon so ein bisschen so Airwolf meets MacGyver. Ne? Man ist so Kameramann in so einem Guerillalager. Also ja. die Action, wie gesagt, wir reden hier immer noch von einer Serie, die war schon nicht schlecht am Anfang auch. Da haben sie schon mal so ein bisschen... Ne, natürlich immer der typische, der Hubschrauber landet hinterm Berg und explodiert dann, Szenario, ne, aber das MacGyver hatte ich auch am Anfang so ein bisschen im Kopf. Ja, so ein bisschen MacGyver mit den Hubschraubern, das hat mich so an Airwolf erinnert. Und dann ist mir auch natürlich auch diese Riesenkamera aufgefallen, wo man so denkt so, die Hälfte deiner Probleme hättest du im Moment jetzt gar nicht, wenn du nicht diese Riesenkamera plus den fetten Videorekorder mit dir rumschleppen müsstest. Genau, genau. Das ist echt geil, ja. Und dazu diese, ist ja, man kann es ja jetzt auf Tele5 nur auf Deutsch gucken, ich muss auch gestehen, ich habe es nie auf Englisch gesehen, aber die Synchro ist schon dramatisch unspektakulär. Also die zwei Jungs, die versuchen da irgendwie so One-Liner zu reißen, was aber irgendwie nicht so funktionieren die will. Ja, das ist mir auch auf, die sind total gelangweilt. Ja, ja, dafür, dass sie gerade beschossen werden mit Raketen und Hubschraubern. Ja, jetzt hier und dann holen wir gleich noch drei Gläser Milch, ne, und noch ein Eis. Ja, genau, und ja. Ne, aber dann später ist mir das auch okay, dann haben sie es irgendwie besser gemacht. Keine Ahnung, vielleicht wollen die Feierabend machen damals oder so. Ist mir am Anfang extrem aufgefallen, ist okay, was ist denn das für eine Synchro? Das ist ja, als wenn die zwei jetzt einfach so in der Ecke stehen würden, ja. Und dann wirst du auch sofort reingeworfen, denn diese Sequenz, wo Mike Donovan eingeführt wird, dauert vielleicht 5 Minuten und dann zack kommt das Mutterschiff, peng. Ja. Und ich glaube, bei Independence Day dauert das locker 20 Minuten, bevor das Schiff kommt. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die viel mehr Material hatten oder drehen wollten, aber es aufgrund der damaligen Zeitvorgaben einfach nicht umsetzen konnten. Mhm. Weil es ist einfach so, ne, wie du schon sagtest, zack, UFO ist da und dann ist ein paar Tage später, ach, jetzt dürfen die schon hier die Firmen übernehmen. Ach, hier, ach komm, kein Problem, ihr übernehmt die Polizei. Unsere Freunde, knickknack. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ja wieder ein paar 80er-Filme jetzt so geguckt, ne? Aber auch dieses Film, wann bist du geboren? Ich bin 77er Baujahr. 76. Also sind wir ja gleich alt, mehr oder weniger. Also man ist schon sehr heimlich, die ganze Geschichte, ne? So der Fernseh und das Spielzeug, mit dem die Kids da so teilweise rumrennen und BMX-Rad und so. Oh. Hast du dieses Riesenspielzeug gesehen, dass wir auf einmal sagen, guck mal, ja, das hat, der hat den Gleiter gekriegt und ich das erste, was ich geguckt habe, hey, hatten die eigentlich eine Spielzeugreihe? Und dann stelle ich fest, es gab keine V-Spielzeuge, es gab eine Figur, wohl von einem Außerirdischen, aber LGN wollte damals eine Reihe rausbringen, der Haken ist, das Interesse ist, glaube ich, mit der zweiten Serie runtergegangen. Und mit der TV-Serie, sodass die das nicht mehr rausgebracht haben. Die wollten diese Mini-Gleiter und so rausbringen, ein paar Figuren. Und da gab es auch Zeitungsanzeigen schon. Aber mehr als Prototypen ist da halt nicht draus geworden. Und ich dachte auch so, okay, das ist echt krass. Normalerweise, das wäre doch das perfekte Product Placement gewesen. Du hast diesen Gleiter da. Gut, man muss natürlich sagen, V war jetzt nicht die Kinderserie, glaube ich auch nicht in den USA großartig. Hat ja schon so ein bisschen Härte. Ja. Also das hat mich schon so ein bisschen überrascht. Ich habe immer gedacht, so, ja, okay, die ist heute immer noch ab 16, das war halt 80er Jahre. Aber mit dem Kyrogen, wo der eben auf einmal der Arm da so... Ja. Da ich auch jetzt so, okay. Genau, ja, also da kommen wir gleich zu. Aber ja, springen wir ein bisschen zu diesem einen Kipp mit dem Spielzeug. Ich weiß, in dem Moment ist mir echt aufgefallen, ich glaube, ich war als Kind bestimmt scheiße neidisch auf den. Weil dieses Transporter-Spielzeug war schon ziemlich geil. Und ich finde auch dieses Design, also sowohl das Mutterschiff-Design ist zeitlos gut, ganz ehrlich. Das ist einfach, also Independence Day hat sowas von 1:1 geklaut und einfach dunkel angemalt. Das ist exakt das gleiche Schiff. Das ist wirklich genau das gleiche Schiff. Und diese Gleiter,
Ich habe so, auf YouTube gibt's ein Making-of, das werden wir dann noch in den Shownotes verlinken. Und die haben das Design dieser Gleiter, da waren die ganz clever, weil die hatten nur Geld für 3 Gleiter, und die sie bauen konnten. Aber sie hatten ein bisschen mehr Geld und konnten mehr Gleiter bauen, wenn sie den so bauen, dass sie die Länge mit diesen Modulen variieren können. Das heißt, diese Kampfjets sind praktisch einfach nur der lange Gleiter ohne die Zwischenmodule. Und dann haben die halt mal 4, mal 5, mal 6, mal 3, mal 1, mal 2 Zwischenmodule gemacht und hatten deswegen praktisch immer unterschiedliche Fähren Größen, die aber de facto nur 3 gebaute Sets waren, wovon sie 1 dann nochmal in die Luft gejagt haben. Was mich noch mal interessieren würde, wie viel passen eigentlich in so ein Ding rein? Weil als sie das erste Mal landen, wo die ja noch, das ist ja noch geil, wo die das Star Wars Thema von der Mann mit der Marching Band spielt. Und die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war so, haben die das damals lizenziert oder war dir das einfach scheißegal? Das habe ich mich jetzt heute auch gefragt, so, weil es ist NBC, das hat mit Lucasfilm oder Fox überhaupt gar nichts zu tun, ja. Und das habe ich mich auch gefragt, ne? So Dinge, die man sich als Amis haben ja immer auch dieses Fair Use Gesetz. Mhm. Ne? Das ist ja immer das, was es in Deutschland und Europa nicht gibt, wo wir so neidisch rüber gucken. Und wenn du so ein bisschen das so verpackst und die Storyline, dann kann man das halt bringen. Dann musst du es nicht lizenzieren. Ne? Aber ich fand das geil und die kommen da raus und da sagt die eine, ach, wie viel sind da drin? Und ich denke so, ja, okay. Und dann kommen noch mehr raus und dann steht da so eine ganze Armada und ich denke so, okay, das ist ein Schiff. Haben die sich gestapelt oder was? Ne? Das ist so. Das, weißt du, das sind so Sachen, die fallen dir als Kind nicht auf, aber wenn du einfach in diesem Thema Film sehr einfach drin bist und dich auch für den Hintergrund interessierst und dann fallen dir einfach solche Sachen auf. Ne? Früher hat mich das mit dem Star Wars nicht interessiert, aber heute so, haben die das lizenziert oder? Also bei Star Wars Sachen in anderen Filmen und Serien war ich als Kind schon immer sehr hellhörig. Also Poltergeist war schlicht und ergreifend einer meiner Lieblingsfilme, weil da irgendwann diese Star Wars Spielzeuge rumfliegen, als das Haus vom Geist besessen ist. Oder wo kommt denn noch Star Wars Spielzeug drin vor? Ich glaube in den Goonies, E.T. Flog immer wieder mal so Star Wars Spielzeug irgendwo in so Filmen rum. Und jeder Film hatte bei mir sofort einen Stein im Brett, wenn da einfach irgendwie wie Star Wars Spielzeug war. Und bei der Musik, naja, vielleicht haben sie es einfach zu 25% falsch gespielt. Nee, es kann sein, dieses, wie gesagt, der Seth MacFarlane hat das mal erzählt, die haben ja in Family Guy unheimlich viel Star Wars Anspielung drin. Mhm. Und das haben sie am Anfang erstmal so gemacht, dann hat er irgendwann mal von damals noch so Fox, ohne mit Lucasfilm oder Lucasfilm zusammen, die Rechtsabteilung hat gesagt, ja, wir sollten vielleicht mal doch nachfragen, weil ihr macht das in letzter Zeit sehr viel. Und er sagte, ja gut, das Endresultat war, dass Lucasfilm die wohl gefragt hat, ey, dann mach doch mal eine ganze Episode raus. Mhm. Und deshalb gab es ja diese Blue Harvest und noch ein paar andere. Blue Harvest und so weiter. Das war der größte Fehler, um mal ganz kurz abzuschweifen, weil das gehört ja zum Podcast, dass man immer ganz kurz abschweift. Die habe ich damals als erstes gesehen, vor ungefähr 10 Jahren. Als und erstes gedacht, von Family Guy überhaupt? Ja, und das war ein großer Fehler, weil ich fand's zwar teilweise ganz lustig, aber ich habe ungefähr 80% der Gags nicht verstanden, weil sie auf die Serie angespielt haben. Und erst als ich dann irgendwann mal, Convention und Leute kommen an und sagen, ey, du musst Peter Griffin cosplayen. Und ich so, ja, ich kenne die Serie eigentlich gar nicht. Ne? Und irgendwann habe ich sie dann angefangen zu gucken und habe gedacht, ach du Scheiße, ist das geil. Und seitdem, ne, und dann habe ich dann irgendwann, nachdem ich die Staffeln gesehen habe, Blue Harvest gesehen und ich so, okay, das ist mega geil. Ja. So, und Star Wars. Jetzt schweife ich noch kurz ab zu Lower Decks, deswegen habe ich so Angst vor Lower Decks, weil wenn Franchises sich selber parodieren, ist das noch nie gut gegangen. Ich sag nur Star Wars Detours, ja. Und du kannst dich ja auch nicht selber parodieren. Ich kann mich auch nicht selber parodieren, ja. Das wäre ja nicht komisch, dann bin ich, ja. Deswegen, aber ja, wir schweifen da an der Stelle. Da ist ja bei Lower Decks ist ja jetzt nicht, also jetzt mal grob gesagt, es ist ja nicht, würde er noch leben, Roddenberry, der sich da verarscht, sondern die holen ja schon Leute, die Ahnung davon haben. Ja, wir werden das sehen. Das machen wir alle 14 Tage in einem anderen Podcast. Also zurück zu V. Der Marching Band, genau. Also es gibt kein Spielzeug und sie machen Star Wars. Genau, es gibt kein Spielzeug, sie machen was. Es passen ganz viele Leute rein. Und ja, und dann schließt sich auch mehr oder weniger gleich, das hatte ich mir auch notiert, diese Szene an, richtig, wo der Mitarbeiter, den ich gerade vor 14 Tagen noch in der Steve Martin Komödie Ein Solo für 2 gesehen
gesehen habe. Da spielt er nämlich den Buddy von Steve Martin. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Schauspieler heißt. Der nämlich dann gerettet wird von Freddy Krüger, damals noch völlig unbekannt, Robert Englund. Ja, das war, den du meinst, das ist der Jason Bernard. Stimmt, Jason Bernard heißt er, richtig, ganz genau. Den kenne ich nämlich eher aus Wing Commander 3, aus dem Spiel. Richtig, hast vollkommen recht, da kommt der auch drin vor. Stimmt, als der ist doch der Commander. Also mit Commander von dem Schiff. Genau, und der Malcolm McDowell ist aber der Admiral, ne? Ja, der ist Admiral, der Böse. Mal wieder Batman. Aber ja, Robert Englund, ja, ziemlich krass eigentlich, ne? Klar, es war vor Nightmare, aber es war ja für die Deutsche, also das war ja damals so ein Phänomen, den er da spielt, diesen Willy heißt er, glaube ich, der jetzt hier erstmal so ein bisschen eher so beiläufig ist, der ist ja, glaube ich, eher in der Serie, hat er dann. In der Serie wird er ein richtiger Hauptcharakter, ja. Genau, und da war ja dann damals in den Zeitungen so, ja, und eigentlich spielt er hier Freddy Krüger und da ging, da war, ich kann mich noch früher an die Artikel erinnern, weil das war dann so ein, in diesen deutschen, sagen wir, TV-Zeitschriften immer so, ja, der netteste Schauspieler Amerikas spielt halt den übelsten Charakter, ne, und neben V halt den netten, ne, und jetzt 25 Jahre später weiß ich, das stimmt. Der ist ja, den hast du ja auch schon kennengelernt, ein wirklich sehr, sehr netter Mensch. Also von jetzt den Schauspielerriegen mal abgesehen. Also ich weiß, dass der hat ja auch bei den Konzerten ja meine Riesenschlange. Also einerseits, weil viele Leute den auch natürlich immer noch sehen wollen und dann Autogrammfoto haben. Aber der nimmt sich halt für jeden über 5 Minuten Zeit. Ich habe mir das Computerspiel Nightmare on Elm Street so in so einer Big Box signieren lassen. Und kennst ja Schauspieler, die signieren, geben dir das wieder in die Hand. Der hat das Ding erstmal genommen, hat das auseinander, hat aufgemacht und Disketten und bla und dann, ach hier übrigens, ich bin ja bei dem einen Videospiel Injustice, spreche ich ja den, komm, ich gebe dir nochmal das Autogramm mit und so. Ne? Also es ist ein wirklich, wirklich sehr, sehr netter Mensch, ne? Und dann als Willy und dann hast du dann bei Nightmare, ne? Das ist schon so ein. Es hört sich so an, als würde er jeden Konzeitplan sprengen. Absolut. Der ist, ich glaube, für einen Veranstalter ist er, glaube ich, eher manchmal eine, ich will nicht sagen, eine Katastrophe, aber der, wie gesagt, weil der sich halt einfach für jeden wirklich Zeit nimmt. Und das ist halt echt, und ich finde sowas halt immer toll, weil die Leute bezahlen dafür. Und bei Robert Englund bekommen sie auch unheimlich was dafür. Und ich kenne Pärchen aus Belgien und die sind ständig. Wenn Robert Englund irgendwo ist, sind die da. Und dann habe ich sie auch beim gefragt. Ich so, sag mal, wie viel Autogramme hast du jetzt von denen? Und dann sagt sie, ja, sie war jetzt auf 48 verschiedene Sachen hat sie von ihm signiert. Ich so, Respekt. Okay. es ist schon krass, ne? Und und der erinnert sich halt auch an die, also der kennt die halt auch, der kennt die auch mit Namen, also die standen halt bei mir vorher und er hat direkt gesagt, was hast du denn jetzt wieder schöne Seltenheit, und hatte sie ein französisches Poster von irgendeinem Film, und dann weiß der immer noch irgendeine Kuriosität daraus zu erzählen, ne, und du stehst da, du musst zwar selber warten, aber du hörst ihm zu und der ist einfach, du hörst ihm einfach gerne zu, ne, das ist halt echt, genug gefangirlt, aber ist, glaube ich, auch der einzige, der annähernd irgendwie eine Karriere danach noch hatte aus der Serie, weil da habe ich echt mal drauf geachtet. Normalerweise hast du das finde ich ja, das muss ich ganz am Anfang so witzig. Es ist eine Miniserie, die besteht aus 2 Filmen. Ja. Bestand sie auch in den USA aus 2 Filmen, also so ein Eventwochenende oder sowas. Dann hast du Starring, dann hast du auf einmal nochmal die Gaststars. Und dann hast du Co-Starring. Und ich denk so, Alter, produziert hier 3 Staffeln oder 2 Folgen? Was soll denn der Scheiß mit dem Gaststar? Ne? Und du hattest halt so ein bisschen das Who is Who, glaube ich, so aus der Serie. Ist so gut, der Richard Hurt, der den John spielt, der ist ja auch erst vor kurzem gestorben mit 87. Das ist auch noch so ein Gesicht, was man kennt, aber der Rest ist irgendwie so. Also es kommt dann später noch Michael Ironside vor.
Stimmt. Michael Ironside kommt noch vor. Gut, Mark Singer war halt durch die Beastmaster-Nummer in den 80ern dann durchaus irgendwie halt den hatte man schon mal gesehen. Und ansonsten muss man sagen, ich habe mir die Schauspieler und Schauspielerinnen ja angeguckt. Die waren dann in den 80ern schon, ich sag mal, in den üblichen verdächtigen Serien wie Love Boat, Falcon Crest, Dallas und so weiter, da waren die schon alle dabei. So eine Rolle. Genau, aber halt immer nur so für ein oder zwei Folgen. Immer nur so. Ja, nie Stammbesetzung. Also keiner von denen hat es wirklich irgendwo noch beim Film oder bei irgendeiner Serie nochmal in so eine Stammbesetzung reingeschafft. Ja, also das, ja. Und Beastmaster, muss ich ganz ehrlich sagen, war so ein Ding, das kannte ich aus der Videothek schlicht und ergreifend einfach nur vom Cover. Und Mark Singer war jetzt halt auch irgendwie so ein Name, den konnte man sich auch als Kind irgendwie merken. Und deswegen hatte ich den immer wieder so auf dem Schirm. Wahrscheinlich habe ich ihn auch latent noch irgendwie so ein bisschen verwechselt. Es gab noch so ein, ja, ich glaube, bestimmt habe ich ihn doch so ein bisschen mit Richard Dean Anderson als Kind verwechselt, schon, weil wegen so einer, die blonde Matte ist halt einfach mehr oder weniger das Gleiche. Und was mir jetzt beim Gucken aufgefallen ist, dass der ähnlich weirde Augen hat, die sind so krass grün, dass er den Alien-Augen nicht so viel hinterher steht, ne? Der guckt auch manchmal so ziemlich, ja, komisch aus der Ecke, aus der Wäsche. Ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich auch noch, Beastmaster, das war ja so dieses typische 80er Jahre. Der Körper war eher von Schwarzenegger, aber in der Serie sah es ein bisschen anders aus, ne? Ja. Wikipedia sagt, ein US-amerikanischer Barbarenfilm. Oh Gott. Ich weiß gar nicht, dass es eine Kategorie Barbarenfilm gibt, aber gut, okay. Ich glaube, Pulp Fantasy oder Low Fantasy ist das ja dann irgendwie so. Na gut. Also, die Aliens kommen an und sie übernehmen die Erde, ja, und dann, du hast es eingangs schon gesagt, dann geht's sehr schnell. Die Menschheit scheint also weltweit den Alien einfach zu sagen, ja, hey, cool, endlich seid ihr da. Und dann, kein Problem machen. Genau, und dann errichten die, und so ist ja auch ein bisschen die Entstehungsgeschichte der Serie, denn eigentlich wurde diese Serie NBC gepitcht als eine Serie, die einfach zeigen soll, dass auch in den USA ein faschistisches, nationalsozialistisches Regime entstehen kann. Und das fanden die bei NBC so toll, dass sie gesagt haben, ja, wir nehmen das, aber mit einem kleinen Twist. Ihr müsst noch Raumschiffe einbauen. Ja, das ist so geil. Da kommst du dann mit einem ernsten Thema an und sagst, ja, aber geil, geiles Thema, aber Aliens. Ich sage mir einfach Aliens. Und entweder warst du da schon so zugedröhnt, dass du gesagt hast, egal, oder Also das hätte ich ohne Scheiß, in dem Pitch-Meeting hätte ich gern gesessen, wo dann der Executive sagt so, hey, geile Idee, aber wir brauchen Raumschiffe. Ja, es ist auch geil. Und Echsenwesen. Ja. Echsenwesen. Genau, und, genau. Und das ist mir auch so aufgefallen, diese ersten zwei Folgen, die wir jetzt ja gesehen haben, sind eigentlich schon, ich glaube, das ist die Mutter für einige Verschwörungstheorien. Es ist die, ich meine, Reptiloiden. Ja. Scheiße, ja. Ja, also ich, denn diese Alien entpuppen sich dann, dass sie, die sehen zwar aus wie Menschen, die sprechen ein bisschen komisch, aber es kommt dann eben raus, sie mögen kein Licht. Also sie kein Licht mögen, das heißt, sie sind schon mal aus dem Mirror Universe und sie entpuppen sich dann nämlich als Echsenwesen, die nur eine menschliche Gummihaut haben. Und ja, und da musste ich dachten so, okay, das ist ja eigentlich so die Mutter aller Verschwörungstheorien. So, verdammt, V ist schuld an der Scheiße, die wir heute haben. Stimmt, das ist wahr. Und sie mögen Meerschweinchen. Oh ja, da musste ich an dich denken. Da war ich musste so lachen, als ich das gesehen habe. Das ist eine geile Szene. Aber als Kind saß ich davor so, what? Ja, natürlich. Da als Kind fand ich ja wahrscheinlich auch nicht toll. Ne? Jetzt haben wir uns kaputt. Ich habe das vorhin Isa nochmal gezeigt. Ne? Ich hatte so kaputt gelacht. Das ist okay, das sieht so schräg aus, wie die das in der Hand nimmt, das lebende Meerschweinchen, den Mund aufmacht, dann Schnitt auf ihn und dann siehst du einen
Maskenkopf, wo der Mund ganz weit nach unten geht, ja, die Kinnlade, und dann springt das da so rein, so als einfach. Dann haben sie wahrscheinlich einfach ein paar Cracker reingemacht und dann ist das Vieh halt da reingehüpft. Ich, ne, kann dir aber sagen, dass so, und die Szene sieht wirklich heute, also das ist ganz schlechter Trick, ja. Ich kann dir aber sagen, dass ich als Kind damals zutiefst beeindruckt war. Ja, ich weiß noch, auf dem Schulhof war die Meerschweinchen-Szene der heiße Talk auf der Pause. Ja, ja, das glaube ich. Jeder, ja, der das gesehen hat, oh, die ist mit dem Meerschweinchen, reißt den auf, dann frisst sie das ganze Kanickel und dann wird der Hals so groß. Ja, ja, das heißt, also das ist mir, wie cheesy das aussah, ist mir als Kind überhaupt nicht, nee, bewusst gewesen. Und das, was du ja vorhin auch gesagt hast, leider Fernseh, abgenudelte VHS, 20 Meter Entfernung, bla. Das sah damals halt einfach auch gut aus, muss, ja, man ja mal so. Ja, ja. So. Und da hat es auch, wo er dem Echsenwesen die Maske ab und es dann einfach eine völlig andere Kopfform hat und auch diese Mundform, ja, so. Und denkst so, okay, wie geht das? Ne? Aber, ja, das ist natürlich dann logisches Denken für. Ja, alles gut. Und dann noch die gespaltene Zunge. Und dann haben wir ja später die Situation, ja, dass das eine Mädel ja dann auch noch sexual intercourse hat. Ja, ja. Und dann denkst du so, hat der jetzt auch irgendwie so eine Hülle über seiner Zunge drüber? Oder wie soll das jetzt, ja, funktionieren? Ja, wie die dann am Ende feststellt, dass sie schwanger ist. Ja, so. Oh, ja. Oh. Ja, es war auf dem Rausch schrecklich. Ja, nee, ja, sie sagt, es war interessant. Es war schrecklich. Nein, sie sagt zuerst, es war schrecklich schlimmer. Es war auch interessant, genau, und lächelt, richtig, dann so und denkt so, boah, ist das scheiße. Genau, Gott, stimmt. Es war auch interessant. Das habe ich, ja, mir auch notiert. So, okay. Mhm. Und ohne Scheiß, würde die Serie, ich weiß, ich habe es jetzt, die 2009er habe ich ein, zwei Folgen gesehen, da, ja, weiß ich nicht, wie Diana da so interagiert. Aber würde die Diana, so wie sie da interagiert in der 80er-Serie, würden sie es heute nochmal so drehen, die wird sich durchs ganze Raumschiff knattern. Die bängelt da ja mit jedem an, mit der Journalistin, die, ja, die geilen sich da an, dann der junge Typ, der ja dann mit dem Teenager schlafen, so, ja, wenn du mich willst, ne, knickknack, ne, so, wow. Ja, aber müsste mal gucken, wahrscheinlich, wenn man so die Macher fragt, so, ja, wir haben uns damals beschäftigt und wir haben festgestellt, dass Echsenarten ja durchaus promiskuitiv sind und dann haben wir uns gedacht, dann machen wir das irgendwie auch. Ja, dann, ja, machen die dann halt mal, ne. Ja, ich musste dann natürlich auch, also wir hatten vorher noch den völlig überschätzten Generalsekretär, als dann hieß er, der kommt aus Schweden, dachte ich mir so, oh, Borg sounds Swedish. Und es fiel mir so spontan durch den Kopf, ja. Und dann ist mir auch aufgefallen, das habe ich als Kind auch nicht gecheckt, dass die ja Rangabzeichen auf ihren Uniformen haben mit diesen Streifen. Richtig, ja. Das habe ich auch nicht. Ich habe ja, also der John ist ja hier der Fünf-Sterne-Admiral. Den hatte ich völlig vergessen, weil ich hatte dann halt nur Diana noch im Kopf. Und die kriegt ja dann später noch so einen blonden Sidekick. Ist ja übrigens auch extremst für eine 80er-Serie. Später sind die Mädels ja, also sowohl bei der Resistance als auch bei den Aliens, sind eigentlich nur Frauen am Start, die das Sagen haben. Ja, die ist schon sehr, also auch die Juliet, ja, die ist schon sehr, also das sind jetzt nicht so dieses übliche, ne, Damsel in Distress, sondern wirklich, die haben was zu melden und das ist auch, die geben da auch ordentlich Gas, ne? Ja, allerdings, oh, und es sind auch gut gezeichnete Frauencharaktere, also sowohl jetzt, also klar, Diana ist halt eine 80er Jahre Evil Na, Queen, okay. Das, aber richtig, ja, evil, ja. Aber so richtig evil, könnte auch fast als Bond-Bösewicht schon so ein bisschen durchgehen. Sie muss natürlich auch Mike Donovan dann erstmal ihren Plan verraten. das ist so geil so. Ja, wo sie mit dem anderen noch diskutiert vor ihm, was sie jetzt mit ihm machen werden. Was machen wir jetzt mit ihm? Wir könnten ihn umbringen. Nein, wir brauchen ihn vielleicht noch. Ah, stimmt, du hast recht, wir könnten ihn noch brauchen. Genau, für den Plan so und so. Für den Plan so und so. Und er steht so direkt neben dran. Ja. Das hatte ich übrigens auch völlig verdrängt, dass die dann so in Borg-Matrix-Manier Menschen speichern als Futter. Also das kommt dann nämlich raus. Das habe ich auch nicht gekappt, ja. Dass die Aliens in Wahrheit hinter unserem Wasser her sind. Und da habe ich im ersten Moment gedacht, Wasser, echt? Ehrlich, wir haben so viel davon, frag doch einfach. Das sagt dann auch eine Sekunde später, sagt es dann auch der Mike. Ne? So, hä? Wieso fragt ihr nicht einfach?
Das war auch so meine erste Frage, so, ja, dann frag halt einfach. Und dann kommt aber raus, nein, sie brauchen auch noch die Menschen als Futter und sie entführen dann ganz viele, um sie halt auf ihren Mutterschiffen, die übrigens 3 Meilen im Durchmesser haben. Ich guck mal eben schnell, während du vielleicht auch was dazu sagst, guck mal eben schnell, wie groß das Independence Day Mutterschiff ist. Oh ja, ich glaube so, aber die waren, glaube ich, so ein bisschen größer. Die sind ja physikalisch überhaupt nicht machbar, ne? Ja. Die Independence Day Mutterschiffe, weil die, genau, 600 Kilometer soll bei Independence Day ein Schiff groß sein. Ja. Das hat mal irgendjemand ausgerechnet, wenn das in der Tiefe auf der Erde wäre, würde es den Luftdruck so hoch setzen, dass also alles Leben darunter sehr schnell vorbei wäre. Da sind 3 Meilen Durchmesser durchaus realistischer und trotzdem imposant. Ja. Ja. Die sehen auch nicht nach 600 Kilometer Durchmesser aus bei Independence Day. Ich muss auch sagen, ich habe jetzt gerade den ersten Google-Treffer genommen. Nicht mal, also von daher, vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas Falsches gesagt. Ja, und so, dann entspinnt sich also durch diese faschistoide Welt, die also die Aliens dann aufbauen. Alle Wissenschaftler werden also gejagt, wo dann auch ein bisschen, ich sag mal, kurz habe ich gedacht, boah, das ist alles jetzt ein bisschen sehr in your face, aber andererseits denke ich mir, wenn ich mir die Welt heute so angucke, lass es ruhig ein bisschen in your face sein, weil dann natürlich die Wissenschaftler, und es wird so eine 1:1 Parallele gezogen zum Holocaust, aber wie ich finde, sehr geschmackvoll, will ich fast sagen, also qualitativ ansprechend gemacht, sag ich mal so. Also nicht. Wollte ich gerade sagen, du musst mal einsehen, das Ganze ist zu dem Zeitpunkt der Serie keine 40 Jahre her. Ja. Ja. Ne, das ist jetzt ungefähr fast der Zeitraum, als wenn wir die Serie besprechen, ist der Holocaust zu Ende gegangen. Und du hast natürlich das noch thematisiert mit den Familien. Und das mit den Wissenschaftlern finde ich halt einfach so eine Parallele zu heute, wo jetzt auch Wissenschaftler nicht mehr ernst genommen werden teilweise. Sei es von Trump oder sowas. Ja, nee, hier, das ist meine Ärztin übrigens, die irgendwelche Schwurbeldinger raushaut. Alien-DNA, there you have it. Ja, stimmt, da ist das Alien-DNA. Perfekt, da haben wir die Parallele gezogen. Ne? Also das ist halt nicht so weit hergeholt. Und er sagt ja direkt am Anfang, und sie so, ja, das ist nicht so schlimm. Ja, das habe ich damals 1938 auch in Berlin gedacht. Ja, ja. Ne? Und es fängt halt so an, also die machen da keinen Hehl auf. Und der eine, der ist ja so, dass es auch bei den Außerirdischen Befreundete gibt, die halt sagen, okay, nee, was hier gerade passiert, das wollen wir eigentlich gar nicht, aber wir sind zu wenig. Und er sagt ja selbst, der sagt ja, naja, ihr auf der Erde hattet ja sowas schon mal. Ne? Echt, also, sagt er das? Ist mir gar nicht, echt, hab ich gar nicht. Das sagt er, okay. Sagt er, ich glaub in der zweiten Staffel, da sagt er das. Okay. Also ich, genau, wo der eine, der dem Mike zur Flucht verhilft, ne? Also ich. Genau. Der heißt irgendwie. Ja, ich weiß es auch gar nicht, wie er heißt. Matt oder sowas. Und der sagt auch hier, da haben die das Gespräch, als sie die Menschen da sehen in diesem großen. Ja. Ne? Und wo ich dachte, so, oh, das da wie bei dir, ich konnte mich da auch nicht dran erinnern, ne? Das war auch ein Subtext, der ist mir als Kind völlig abgegangen. Also das komplette Faschistoide ist mir als Kind völlig abgegangen, auch dass das Alien-Zeichen ein verkapptes Hakenkreuz ist und so weiter. Das ist mir, ich habe natürlich wohl wahrgenommen, dass das schon so ein bisschen ich sag mal, die Uniform, wenn die jetzt halt nicht rot wären, sondern schwarz oder grün, schon so ein bisschen imperial daherkommen, Haken dran, ja. Das habe ich natürlich schon irgendwo wahrgenommen. Ich bin auch überrascht, wie gut, die eigentlich so gealtert sind, trotz Schulterpolster sind die gar nicht so scheiße, ja, irgendwie so, auch diese von den Troopern, nenne ich sie jetzt mal, die übrigens genauso scheiße zielen wie Stormtrooper, die auch nichts treffen, ja, ja. Auch das ist eigentlich, ich mir gedacht, ach, gar nicht so ein Kack-Cosplay, könnte ich mal drüber nachdenken. Und ja, und dann ist mir aufgefallen, wo wir gerade so bei Dingen sind, die einem auffallen, da gab's ein, ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, an welcher Szene, aber auf dem Mutterschiff gab es ein Prop, das da stand. Und dieses Prop, das besteht so aus 3 Neonröhren, die so flackern und nebeneinander sind. Und dieses Prop ist wirklich
Das zieht sich durch die 80er und 90er Sci-Fi-Geschichte. Da siehst du ohne Scheiß, das siehst du bei TNG, das siehst du eigentlich bei Deep Space Nine, bei Voyager, überall. Das stand sogar, glaube ich, mal bei Akte X rum. Immer wenn du ein fancy Labor brauchst, dann steht dieses Prop rum. Das sind so drei waagerechte parallel über so oder so als Dreieck angeordnete Neonröhren, die so flackern. Und dann sind halt so irgendwelche fancy bisschen Kabel dran. Das wird gerne so als hier bitte irgendein Technobubble-Spule oder Technobubble-Kondensator oder Technobubble-Verstärker, Musterverstärker, keine Ahnung was eingesetzt. Die sind in TNG super oft und so. Das ist mir sofort, sofort aufgefallen. Wie übrigens so viele kleine 80er-Details da drin waren. Das eine Kind spielt Fang die Maus. Hatte ich als Kind auch. Ja? Hast du ganz am Ende der zweiten Staffel, wo das Lager angegriffen wird, und die ziehen die einen Kinder da weg und da steht eine IT-Figur drauf. Echt? Ach, habe ich gar nicht gesehen. Ja, in dem Lager spielt das eine Kind nämlich auch Fang die Maus. Das war so ein MB-Präsentiert-Bong-Brettspiel. Ja. Und dann Space Invaders, das eine zockt Space Stimmt. Invaders. Space Invaders, ja. Ja, also ganz schlecht an dem Atari 2000, so richtig. Mhm. So, okay, der Typ hat noch nie ein Joystick in der Hand gehalten. Was wahrscheinlich wirklich so war, ja. Und ja, er durfte das Atari danach behalten nach den Dreharbeiten, ja. Und war dann der King an der Highschool. Und was hast du gekriegt, den Atari? Oh, cool. Und die Eltern so, wieso haben wir uns nicht bezahlen lassen? Ja, genau, es ist so geil. Und ein paar Sachen, dann was mir auch noch aufgefallen ist, wir hatten es vorhin über die Synchro, ach Freunde, heute springen wir, ihr kennt das normalerweise von uns so nicht, aber ach, heute springen wir, das macht so Spaß. Die, wo wir es von dem Holocaust-Überlebenden hatten, von dem Bernstein, die Synchro-Stimme, das war, glaube ich, Peter Passetti. Kennst du noch Peter Passetti? Peter Passetti war in den 80ern der Märchen-Hörspiele-Onkel und ich glaube, der war der Erzähler bei drei Fragezeichen, der hat immer Alfred Hitchcock bei den drei Fragezeichen gesprochen, der hat super viele Märchenkassetten eingesprochen, der hat bei Huibu den Erzähler gesprochen. Peter Passetti war so meine Hörspiel, also der war auch Schauspieler, so Derek und den ganzen Kram hat er alles gemacht. Aber Peter Passetti war so meine Stimme der 80er, weil das einfach die Hörspielstimme schlechthin war. Und den habe ich so im Ohr, dass es zum einen so ist, es gibt ja von drei Fragezeichen das ein oder andere Remake, wo dann das ersetzt wurde. Das kann ich nicht hören, weil ich als so im Ohr habe als Kind und die höre ich halt sofort raus, diese Stimme. Also ich kann nicht hundertprozentig sagen, weil es ist so alt, da gibt es, habe ich jetzt keine Aufzeichnung gefunden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der das da gesprochen hat. Und das ist so passt auch voll in die Zeit. Ja. Passt auch voll in die Zeit. Was habe ich mir denn noch so notiert? Ach, ich habe mir so viele Notizen gemacht. Ja, dann das mit der Alien-Jugend, ne? Ist auch direkt Hitler-Jugend. Analogie zur Hitler-Jugend. Dann ist mir aufgefallen, also es ist mir wie durchaus oder andersrum. Viele Dinge, die ich jetzt hier wieder gesehen habe, und ich habe das letztens schon bei einer anderen Serie gesehen, bei diesen also ganz, ganz schlecht gealterten Children of Dune, so Ende der 90er, da kam so eine Children of Dune-Serie raus, die dann aber so viel auf CGI gesetzt hat, dass du die heute nicht mehr gucken kannst. Aber wenn du dir das Set-Design anguckst, und das ist so unglaublich Stargate, dass man echt sagen muss, okay, also wer hat hier von wem abgekupfert? Und was mir auch aufgefallen ist, der Maschinenraum des Mutterschiffs, das ist auch, glaube ich, nur... Ja. An was hat es dich denn erinnert? Das ist halt, da sind die in irgendeinen Industriepark gegangen und haben da einfach ein paar Silos gesehen, die in irgendeiner Industriehalle sind und gehen dann da durch und denkst, okay, du hast dieses fucking moderne Raumschiff. Und auf einmal gehen die da so, das sieht auch wie 50 Jahre alt aus, gerade irgendwie. Also das war so ein bisschen. Und weißt du, wer das auch gemacht hat? Der Maschinenraum der 2009er Enterprise ist nämlich auch nur eine Brauerei.
Das ist in der Budweiser Brauerei gedreht worden. Und also ich kann jetzt nicht sagen, dass das die Budweiser Brauerei war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch eine Brauerei war oder eine Molkerei. Eins von beiden. Ja, das kann gut sein. Würde passen. Aber bei Star Trek sah es wenigstens noch cool aus. Also hier sah es halt, es passte halt einfach überhaupt nicht. Es passt überhaupt nicht. Ja, das ist irgendwie so. Also die haben ja teilweise, wie gesagt, mit den Effekten, dann waren die gut. Dann klar, du erkennst halt die Matte Paintings, die kannst du halt heute einfach erkennen, das ist natürlich klar. Trotzdem waren sie für die Zeit richtig gut, ne? Also das was ich mir notiert habe, schrecklich unaufgeregte Reaktion der Menschheit. Ja, es ist denen einfach scheißegal. Gell? Also bis auf den paar Rebellen, wo ich so ein paar Rebellen und so, okay, hier mal der Polizist, der so ein bisschen hinzuspielt und so. Also du merkst es schon, da baut sich was auf, aber denkst du, okay, hallo, Invasion, so, ach, nö, ist doch, die sind unsere Freunde, unsere Besucher, die Poster und es ist... Ich habe auch so gedacht, okay, also, das ist alles so ein Ticken zu unaufgeregt irgendwie. Ja. Naja, dann habe ich mir notiert, dass diese Serie, und das finde ich ja immer toll, ist eins meiner Credos, ist ja immer Show, don't tell. Und die Serie nimmt sich wirklich Zeit, auch kleinste Erzählstränge immer noch in so einem Mini-Rückblick so mal ganz kurz zu zeigen, was dich ein bisschen verwirrt, weil das halt einfach so geschnitten wäre, als wäre das jetzt irgendwie parallel. Das ist manche Dinge, also der Schnitt ist teilweise wirklich katastrophal. Ich weiß nicht, ob das verstümmelt ist irgendwie oder keine Ahnung, aber trotzdem wird alles, was erzählt wird, wird auch irgendwo gezeigt. Mhm. Entweder als Nachrichten gezeigt und dann aber auch als Filmmaterial in den Nachrichten oder als die Falkencrest-Tante da irgendwie was erzählt, dann wird da auch nochmal ein kurzer Schnitt gemacht und so weiter und so weiter. Also das fand ich wirklich gut, dass man da eigentlich immer ganz, ganz gut mitfolgen kann. Dann habe ich mir noch so kleinere Sachen notiert, wie als der durch den Hangar läuft, da läuft ja so ein Alien mit so einem Laserbesen durch die Gegend. Ja. Das war so ein Staubsauger oder so ein Besen, der so eine blaue Leuchte drunter hat und die sind so ein Laserdarsteller. Das ist so geil. Ich fand die Eieruhrbombe am Ende geil. Die Eieruhrbombe, ach stimmt. Die Dinger ist da. Und das war auch so, das war auch so geil, so dieser Unterschied mit, hey, wir jagen gerade wirklich diese Raffinerie in der Luft. Wir machen da ein paar Feuereffekte richtig an der Raffinerie. Gepaart mit, okay, das ist ein ziemlich schlechtes Modell, was jetzt gerade zusammenfällt. Und dann wieder richtig und dann wieder so. Und das passte auch irgendwie gar nicht so vom Setting her. Das eine ist so ein Industrieding gewesen. Dann war da viel mehr Staub. Ich glaube, das war Stock-Footage oder so, was sie da irgendwie dazwischen geschnitten haben. Das ist wie in so Kriegsfilmen, wenn sie kein Geld für die Action-Szenen hatten, dann alte Wochenschauen dazwischen schneiden. So irgendwie. Ja. So oder was auch gerne gemacht wird, runtergefallenes Material von anderen Filmen. Zum Beispiel, was dann darin verwendet wird und so. Also ganz, 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 ganz verrückt, ne? Ja. Zum Beispiel. Dann was auch, in einer Szene hat Diana ein Tablet in der Hand. Da dachte ich mir auch so, okay, guck an, ja. Das sieht da, und zwar als der Mike durch diesen Lüftungsschacht kriecht. Da guckt er ja, Diana in Unterwäsche zu. Und ich denke so, hey, warum rennen die eigentlich in ihrem Schiff noch in der Menschenhaut rum? Okay, gut, weil es halt natürlich was kosten würde, wenn man es umgekehrt macht. Aber dass sie sich halt dann auch irgendwie so Menschenunterwäsche besorgen. Und apropos, wo er sich dann umzieht und die Uniform von der Alien-Tante kriegt, denkst du, das passt niemals. Und er sagt noch, das passt niemals, ja. Und die so, doch, und die so, na, das, lalala, lalala. Und dann passt und dann passen sowohl die Schuhe und alles, ja. Und dann auch dieses, das fand ich dann auch so ein bisschen so, okay, das ist gerade so richtig cheesy 80er, ne? Der steht dann da und so, hier, ach, warum hilfst du mir? Und, und ich denke so, boah, ja, du musst mich anschießen. Und dann schießt er dir und gibt ihr noch so einen Kuss auf die Stirn. Und ich denke so, boah, Alter, ne? Und dann als er dann bei der Rebellion unten ist und aus seinen aus dieser Uniform wieder raus ist und dann vor der Juliet steht und das Hemd natürlich bis ganz nach unten auf, ne? So du merkst, aha, wir sind in den 80ern, ne? Wir präsentieren mal unser Brusthaar. Es ist so, und da kam auch so die erste Keule, die du halt heute auch so nicht mehr bringen würdest. Ich meine, er kriegt ja dann von der Juliet auch eins auf den Deckel, aber er nennt sie halt erstmal Kindchen.
Ja? Kindchen, das ist mir auch oft, das habe ich auch aufgeschrieben. Kindchen. Ich denke so, okay, na, ne, es bahnt sich was an, aber ja, immer Kindchen hier. Ja, denkst so, okay. Ja. Ich meine, sie soll wohl deutlich jünger sein, als die Schauspielerin war, aber trotzdem ist so, okay, Kindchen jetzt ernsthaft, ja. Ist schon ein bisschen. Ich habe die Tage, haben wir geguckt, auf dem Highway ist die Hölle los. Oh. Von 1981. Allein der Trailer ist schon. Den würdest du den heute bringen, wärst du deinen Job los. Wie heißt es nochmal? Und Farrah Fawcett als heiße Auspuffmiete. Ja, so, stimmt, was? Die heiße Auspuff, ich erinnere mich. Ja, und, genau. Und im Film, wo der Burt Reynolds eine Hotelrezeption geht und dann so, na Schnitte, heute schon gemännert. Ich so, was? Das ist echt so, alter Falter. Ne, das war einfach so diese Schnodder-Synchro. Ja, ne? Ja, genau. Und das sind halt so Sachen, so, okay, ja, das bringt man heute, glaube ich, nicht mehr. Was mir als Alien ja tierisch auf den Keks gehen würde, wären, also es würde mir schon in der alten Enterprise tierisch auf den Sack gehen, aber hier fand ich das Türgeräusch extremst nervig. Das ist ja so ein also erstmal die Türen brauchen ewig, bis die auf und zu gehen. Und dann ist es wirklich so. Oh, so. Okay. Ansonsten war das Raumschiff spektakulär, unspektakulär, ne? Also die haben halt so. Ja, es war halt dieses Weiße, ne? Dieses, ne? Fertig, genau. Und du siehst eigentlich fast keine Computerkonsolen. Du hast bisher zumindest auch die Brücke oder so noch nicht gesehen. Du siehst immer nur so kleine Kabinen. Und das war's eigentlich. Und halt Luftschächte und es wird halt viel gesagt. So, ja, 30 Shuttle-Räume und bla und so. Und du siehst halt immer so, wie dann irgendwann so das Matte-Painting das Set zu Ende ist und das Matte-Painting beginnt. So, der Winkel stimmt jetzt nicht mehr so ganz, ja, kommt jetzt nicht mehr so ganz hin, aber nee, haben wir schon gesagt, das passt eigentlich schon ganz gut. Ich war ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, Tele5, wenn ihr zuhört, echt jetzt 16:9 aufgeblasen, musste das sein, hat man das nicht im Original senden können, weil da war dann doch schon sehr viel abgeschnitten. Also es war eigentlich von jedem Carriff, immer wenn eine Großaufnahme ist, ist der obere Drittel vom Kopf nicht im Bild. Also das ist schon ein bisschen, ja. Dadurch sind natürlich auch viele Effekte halt sehr pixelig und alles so aufgezogen. Ja, ich hätte mir da durchaus gewünscht, dass ein 4:3 kommt. Aber gut, es ist, wie es ist. Ja, das stimmt. Es ist, wie es ist. Ja, was habe ich denn noch hier so stehen? Ja, dann hat man vorhin schon gesagt, die ist schwanger von dem Alien, also die Menschheit erhebt sich dann. Ich war dann wirklich, als ich fertig war, doch echt. Ja, das ist eine interessante Geschichte eigentlich. Warum? Okay, das ist wahrscheinlich einfach, weil die Diana auch eine verrückte Wissenschaftlerin ist. Mhm. Der Auftrag ist ganz klar, Menschheit wird vernichtet. Punkt, ja. Keine Frage. So. Warum macht die dann Experimente? Wahrscheinlich einfach, weil sie halt eine wahnsinnige Wissenschaftlerin ist. Genau. Ne? Ich glaube auch schlicht und ergreifend, das ist es, weil sie eine wahnsinnige Wissenschaftlerin ist. Und ich glaube auch ehrlich gesagt, wenn wir fertig sind, dann nächste Woche mit dieser Miniserie, da werden einige Fragen offen bleiben. Ich glaube nicht, dass das so ein Masterplan hatte, dass da so Dinge drin sind, auch diese lesbische Andeutung, das wird nie wieder aufgenommen werden. Keine Ahnung, warum das drin war. Keine Ahnung, warum. Wobei, vielleicht hat die ja was mit der Blonden dann in der Serie. Ich weiß nicht, wann die Blonde Co-Admiralin, Co-Adjutantin, Co-Captain, was auch immer, was hat denn eigentlich Diana für einen Rang? Vielleicht hat die ja mit der was, das wäre mir als Kind dann natürlich auch völlig entgangen. Aber was ich ehrlich gesagt überrascht war, ich hatte es eingangs schon gesagt, dass es doch nicht so ein Käse, so ein 80er Käse war, dass man es echt noch gut gucken kann, dass es, wenn jetzt auch nicht überspannend, aber auch auf jeden Fall nicht langweilig war und dass gerade diese direkten Holocaust und Nationalsozialismus Anspielungen doch sehr, sehr gut gelungen sind und auch eben so diese gerade am Ende so, wo das, es gibt einen Überlebenden des Holocaustes und seinen Sohn und
Das ist also wirklich... Und der Enkel, der dann dieser Hitlerjugend beitritt und so. Richtig, einfach, und der, ne? Enkel also tritt dann der Hitler, der Alien-Jugend bei. Und diese Family finde ich eigentlich mit am spannendsten. Vor allem auch die Wandlung, die dann eben der Sohn des Holocaust-Überlebenden dann eben richtig, durchmacht, genau, und ja, so weiter. Also das ist wirklich, also das ist auch... Und der Tod der einen Wissenschaftlerin hat mich auch durchaus, ehrlich gesagt, bewegt, ja, also da gibt's andere Serientode, ja, die ich so gucke und denke mir so, oh, pff, ja. Oh ja, und obwohl sie den Ketchup um den Mund hat und ganz offensichtlich nur Ketchup um den Mund hat, ja, trotzdem es war gut gespielt, es war gut inszeniert, es war nicht cheesy und es hat durchaus auch eine Message, nämlich, wie so oft so, what would I do, ja, und, ja. Genau. Ja. Gerade wo der Vater sich mehr oder weniger er weiß, seine Tochter ist auf dem Raumschiff. Er macht mit dem Alien-Leader, der sagt, hey, ich bin auch Vater, also um 16 Uhr werden wir das Camp, hol deine Familie raus, so nach dem Motto. Dann ist er natürlich, oh, der Alien-Kommandant hat ihn angelogen, die sind eine Stunde früher da und er so, aber es ist noch nicht 16 Uhr hier, Trottel. Genau. Ne? Und der sich aber bewusst entscheidet, das Leben seiner Tochter zu riskieren, um die anderen zu retten. Ja. Ne? Also das ist halt auch so eine Entscheidung, dieses, ne, was würde ich jetzt tun? Schon eine wichtige Geschichte, ja. Da kann man einfach immer nur sagen, Leute, nehmt euch den Spruch von Spock zu Herzen, the needs of the many outweigh the needs of the few. Ja, also das Wohl von vielen steht über dem Wohl des Einzelnen, von wenigen oder des Einzelnen. Da habe ich mich auch so ein bisschen dran, weil das ist ja genau das, diese Abwägung macht er ja. Ja, also er wägt ja seine eigene Familie, das vermeintliche Wohl, was er ja nicht sicher sein kann, gegen das Wohl der Menschheit oder zumindest da im Großraum. Sind wir eigentlich in Los Angeles? Wird das überhaupt gesagt? Ja, ich weiß gar nicht, wird es überhaupt gesagt, Los Angeles? Ich weiß gar nicht. Ich glaube aber schon, dass es L.A. ist. Ich glaube, Polizei ist L.A. und es ist eher Außenbezirke. Ich denke schon. Nicht so drin, Ja. Und also von daher, das, da war ich wirklich, also das ist mir als Kind völlig abgegangen, haben wir heute schon mehrfach gesagt. Und da war ich wirklich überrascht, dass das also echt noch drin ist und dass das, also dass sie es wirklich geschafft haben, das mit dem Sci-Fi-Element durchaus wirklich glaubhaft und ich glaube am Ende sogar vielleicht ein Ticken besser, weil ansonsten wäre es halt einfach nur die Welle, gibt's dann oder das Experiment, da gibt's ja zig Filme, die das sind, dann wäre diese Serie, glaube ich, gar nicht mehr so guckenswert, weil das hast du dann schon x-mal gesehen. Und wenn man sich halt eben anguckt, was für, also ganz ehrlich, hätte ich das vor 10 Jahren geguckt oder vor 15 Jahren nochmal, hätte ich es anders geguckt als heute, wo ich einfach dumme Menschen in Berlin latschen habe, die bei sowas halt mitlaufen würden. Ja. Und ich gucke es jetzt anders als noch vor 5, 6, 10 Jahren, definitiv. Ja. Definitiv, ja, das stimmt. Und das ist. Und von daher ist es noch aktuell? Ja, es ist eine 80er-Serie. Ja, es ist ein bisschen angestaubt. Ne? Hochaktuell. Aber vom Inhalt her ist es hochaktuell. Also wer es jetzt noch nicht gesehen hat, dann besorgt euch das auf jeden Fall nochmal. Jetzt geht's ja dann am Sonntag weiter. Also wir haben jetzt einen Cliffhanger sozusagen. Also dass die Resistance hat sich jetzt gebildet. Die Menschen haben sich erhoben, sind im ein geringer Teil der Menschen hat sich erhoben, ist jetzt im Untergrund, wird organisiert von Juliet und von Mike. Und jetzt geht's dann also in der nächsten, und das sind ja dann 3 Folgen sozusagen, also da haben wir am nächsten Sonntag wirklich was zu gucken, geht's dann in die Final Battle. Ja? So heißt das Ding. Ja. Und da, genau, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, wie es weiter. Also am Ende wird die Menschheit gewinnen, schon klar, aber ich weiß echt nicht mehr, wie das jetzt im Detail weitergeht. Also mir sind auch einige Plot-Details. Ich hatte eigentlich nur noch dieses ganz Grobe im Kopf. Ich war überrascht, wie sehr Independence Day davon abgekupfert hat, von vielen Dingen. Was ich halt noch völlig vermisse, aber das wird nicht mehr kommen, ist dieser politische Aspekt, weil in der Serie, und an die kann ich mich, wenn auch nicht im Detail, aber so ganz grob erinnert, da kommt kein US-Präsident oder sonst, das gibt's einfach in der Serie. Diese Serie bleibt immer ganz auf Ground Level, ja. Ja, ja.
Und von daher ist es auch mal ein bisschen was anderes. Ich bin gespannt. Also ich, ganz ehrlich, ich habe mich am Sonntag drauf gefreut, ich habe mich echt drauf gefreut. Wann habe ich das letzte Mal lineares Fernsehen geguckt? Das ist echt eine Weile her. Ja, ich hätte es mir auch irgendwo so besorgen können. Also ich habe gerade mal eben geguckt, ihr könnt die Superbox auf Amazon bekommen, wo ihr what? stolze 139 Euro für die DVD-Box hinlegt. Was? Okay, direkt zu Hause abholen, auf eBay hauen. Das ist ja krass. Ich gucke nochmal, dann gibt es hier noch, es gibt auch den Film, den wir jetzt geguckt haben, der kostet 44 Euro. Dann gibt es. Das gibt es aber auch digital. Ich musste es so machen, weil ich Sonntag noch ein längeres Gespräch hatte. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ach scheiße, und dann habe ich in der Tele5 Mediathek ist es nicht drin. Eben. Und habe ich gesehen, ach hier Amazon Prime kostet halt die Folge, also da habe ich die beiden Folgen, habe ich jetzt irgendwie 5 Euro für bezahlt. Okay. Die beiden Dinger. Okay, das ist ja gut. Also bei Amazon Prime kann man es leihen oder kaufen? Ich glaube, ich habe es gekauft. Warte mal kurz, Sekunde, ich sag dir das sofort. Weil die sehen das ja als Serie, deshalb kostet halt die Folge 2 Euro. Und? Aber ich meine, ich habe es gekauft. Ja, das ist genau gekauft. Die ist in meiner Bibliothek drin. Ja. Okay. Also, 2,43 Euro. Gut, für 2 Euro, ganz ehrlich, liebe Leute, für 2,43 Euro könnt ihr nichts falsch machen. Ohne Scheiß. Da gibt es viel größeren Scheiß für mehr Geld. Also von daher, bei Amazon Prime digital holt euch das. Also kauft nicht die DVD-Box für 140 Euro. Das wäre definitiv too much. Aber für 2,99 Euro oder so könnt ihr es auf jeden Fall gucken. Aber ich sehe gerade, es gibt auch eine UK Import-DVD, die kostet 25 Euro. Keine Ahnung, ob da deutscher Ton drauf ist. Also es scheint ganz, ganz viele unterschiedliche Versionen zu geben. Dann gibt es hier noch einen anderen UK-Import für 17 Euro. Also schaut mal bei Amazon, da gibt es verschiedene Varianten. Müsst ihr halt eben schauen, ob da deutscher Ton drauf ist. Und aufpassen, nicht, dass ihr auf die 2009er Season kommt, aber das solltet ihr am Cover dann auf jeden Fall erkennen. Ja, wie gesagt, ich habe mich gefreut. Es war ewig, dass ich mal wieder lineares Fernsehen geguckt habe. Ich habe mal wieder Werbespots gesehen, die ich so noch gar nicht kenne. Ja. Das ist übrigens krass. Ne? Da haben wir schon ordentlich Werbung da reingeknallt. Ne? Ja, also ich hatte mich auch ein bisschen drauf gefreut, dass ich auf so einem Spartensender wie Tele5 das relativ werbefrei gucken kann. Beziehungsweise ich hatte darauf spekuliert, dass sowas dann nachts um 3 nochmal wiederholt wird, wo du ja dann fast nie Werbung hast. Gar nichts. So war das nicht der Fall. Ich habe jetzt mal die Woche durchprogrammiert. Nächsten Sonntag, 20.15 Uhr, geht es weiter. Das sind dann praktisch 4 Folgen am Stück. Das geht dann. Drei. Genau, also 3x 90 Minuten. Das werd ich auch nicht gucken. Das heißt, das würde ich in 2 Etappen gucken, weil das geht dann nämlich wirklich von 20.15 Uhr bis 1.40 Uhr dann durch. Und dann geht es weiter am 16.08. und zwar jeweils mit 4 Folgen. Also von daher, Sven, du brauchst jetzt nicht über Wochen mit mir diese Serie gucken, sondern wir können das eigentlich in 3 Folgen wunderbar abhandeln. Es kommen jeden Sonntag 4 Folgen und dann haben wir 4 Sonntage. Das heißt, da kann man wunderbar das mal so. Ja, aber das machen die dann nachmittags oder so, ne? Ja, das fängt dann um 16 Uhr an und läuft durch bis 20.15 Uhr jeweils. Und ja, vielleicht haben sie eine Nacht, weil das ist die 16 Uhr Dinger werden definitiv gekürzt sein, weil die Serie ist immer noch ab 16. Okay. Ja, na gut, müssen wir mal gucken. Vielleicht ist die ja dann auch in der Mediathek. Also die Sendereihenfolge ist so, dass am 16.08. das durchläuft von 16 Uhr bis 20.15 Uhr 4 Folgen. Die werden dann nachts nochmal wiederholt. Okay. Also da muss man, stellt euch vielleicht eher die Videoprogrammierung auf Montagnacht 2.55 Uhr bis 6 Uhr morgens und dann am Sonntag drauf genau das gleiche und dann ist auch die dritte Staffel schon durch, weil dann sind auch nur ein paar Folgen. Das geht also relativ ratzefatze und von daher haben wir da jetzt nicht allzu viel zu gucken. Dann freue ich mich auf jeden Fall, ich freue mich wirklich auf die, weil ich echt nicht mehr weiß genau, wie es ausgeht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Und ich freue mich drauf, auch da noch ein bisschen mehr, ziemlich interessiert auch die Geschichte von dem Alien-Jungen, also von dem Hitler-Jungen, Alien-Jungen-Sohn, weil den genau, kann ich genau. mich gar nicht mehr erinnern. Ich keine Ahnung, ob der also ich sag, der stirbt bestimmt noch. Das ist so ein Charakter, der stirbt. Und ob Surfer Boy Alien überläuft, ich weiß es nicht, mal gucken. Na. Ah nee, der steht da zu sehr auf der Diana, glaube ich. Also ich habe das echt ohne Scheiß, ich habe das einfach alles nicht mehr im Kopf, von daher gucke ich fast ein bisschen wie neu. Und ich hoffe, ihr da draußen schaut das auch mit und ihr habt die Stunde, die wir jetzt darüber hier geplaudert haben, wenn wir auch sehr gesprungen sind und sehr planlos waren und normalerweise ich ja meine Recaps mache, aber seht's uns nach, bei so einer alten Serie, da haben wir einfach, wollen wir jetzt einfach auch nur gucken und einfach nur ein bisschen unsere Gedanken da so unsortiert einfach mal mit euch teilen. Schreibt mir doch mal oder uns doch mal in die Kommentare, ob ihr V damals geguckt habt, vielleicht auch auf so einer ausgenudelten VHS-Kassette wie wir auch, oder ob ihr es jetzt zum ersten Mal gesehen habt, ob ihr vielleicht das ganz anders seht als wir, ob die ganze Sache vielleicht in eurem Sinne doch total schlecht gealtert ist und welche der ganzen lustigen Unzulänglichkeiten einer 80er-Jahre-Serie wir vielleicht nicht gesehen haben. Das würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns das mal schreibt, entweder als Kommentar unter diese Folge hier, also auf nerdizismus.de oder an info@nerdizismus.de oder natürlich als WhatsApp oder Telegram an die 0152 596 47709. Und Svenja, dir vielen Dank, dass du heute so stimmgewaltig mit mir unterwegs warst. Dann freue ich mich, wenn wir das nächste Woche wiederholen. Und auf jeden Fall. In diesem Sinne, machtet Jota draußen. Schönen guten Tag, schönen guten Abend, schönen gute Nacht. Und wie ich jetzt gelernt habe, auch viel Spaß noch beim Gassi gehen, denn uns wurde von einem Dackel zugetragen, dass es ein Härchen gibt, das durchaus mal eine extra Runde dreht, wenn unsere Folge noch nicht zu Ende ist. Ja? Hat Härchen was von, hat Dackel was davon, haben wir alle was davon. So, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.